Hier habe ich nicht alles. Da habe ich aber alles gekriegt. Fliegendes Krokodil. So, Dornenlauf. Auch wieder ein schönes Level. Geh mal weg. Okay. Hört nur. So. Von denen sollte man sich nicht unbedingt fangen lassen. Zumindest nicht in diesem Verlauf. Hopp. So. Hier fliege ich lieber rüber. Danke. Und jetzt. Komm her. Denn das ist das Bonuslevel, was man nur zu zweit erreicht hier. Und man bekommt hier nur am Anfang das DK-Fass. So, und jetzt. Hier müssen wir nämlich mit beiden Toms arbeiten. Man kann es allein auch mit Dixie schaffen, aber lol, versagt. Ich bin nicht gerannt. Ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager. Komm, nochmal. Schön ist, man kann es ja immer wieder probieren hier. Die Kanonenkugel taucht immer wieder auf. Das ist schon traurig, dass ich das nicht geschafft habe. Hier fliegen. Scroll nach unten. Ich weiß nicht, wo ich mich fallen lassen kann. Hier. Gut. Und nochmal. Da ist er. Yeah. Die vorletzte. Was für uns bedeutet? Das war's. Es gibt hier kein Bonuslevel mehr. Jetzt geht's nur noch darum, das Level zu beenden und die DK-Münze zu holen. So, komm. Und wir machen ein kleines Wettrennen gegen Hiesen hier. Das ist Screech. Screech möchte uns in einem... Das war doof, ich habe nicht aufgepasst. In einem Wettrennen schlagen. Screech weiß allerdings nicht, dass ich ein paar Geheimbonusgänge hier kenne. Was es ungemein fies macht für Screech. So, jetzt muss ich hier lang. Erstmal, weil es hier ein... LOL. Aber erstmal die DK-Münze, das war das Wichtigste. Der Rest ist erstmal egal. LOL, war das Screech? Aua, ich bin tot. Hab ich aufgepasst. Nee, doch noch nicht. Ach ja, aber ihr seht zumindest, jetzt haben wir schon mal hier alles. Und jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu beeilen. Jetzt kann ich das ganz relativ chillig angehen lassen. Eine Münze. Eine Banane, Entschuldigung. Boom. Boom. Screech muss einmal komplett rum. Was einem schon am Anfang einen deutlichen Superbonus gibt, genau wie hier. Ja, nicht die, ich wollte die mittlere. Das Problem bei Screech ist, der kann einfach durch die ganzen Dinger durchfliegen. Was wiederum einfach unfair ist. Autsch. Ich weiß den Weg gar nicht mehr. Musik versucht er natürlich noch über das Weite hinaus ein bisschen zu verunsichern. Okay, da war nur das Ende, das war doof. Ich dachte, hier gibt es noch was. Voll die dramatische Musik, ey. So, und erster. Ja, und zwei Leben abgestaubt. Gut. Das war Screechs oder Dornenlauf. In Englisch heißt es nämlich Screechs Sprint. Und wir kommen zum K-Rool Duel. Vorher wird nochmal gespeichert. Eine Münze, Halsabschneider. 82%, ihr seht's. Uns fehlen die verlorenen Level und halt... die anderen Sachen, die ich euch später zeigen möchte. Okay, aber jetzt geht's erstmal zum Endboss-Kampf. Und der ist geil. Boom, erstmal Dixie befreit. Oh!
K-Rool, gib uns Donkey Kong! So, auf geht's! Huah! Ich behalte mir Dixie in der Hinterhand, denn Dixie wird noch wichtig sein. Huah! Ha, getroffen! Loser! Ah! So unfair. Stoop! Ah! Yeah! Hier hinten sind die Bananen. Dieses Schwein. Das war blöd, ich hätte mich hier hinstellen sollen. Ah! Ah! Hui, schnell weg! Tja, dreimal getroffen. Und erledigt. Yeah, gewonnen, gewonnen. Komm doch, ich befreie dich. Ah! Er hat uns verarscht. Dieser Bastard. Gib mir die Kugel, Mann. So, danke schön. Huah, wieder getroffen. Na, jetzt guckst du doof, wa? Ah, du bist auch kein Gegner für mich. Oh oh. Das ist uncool. Das ist uncool. Das ist uncool. Ah! Schnell weg! Oh yeah! Ja, da guckst du doof, wa? Ha! Du Null! Du Nulpe! Oh Gott, nein! Dinger sind scheiße! Weil er jetzt Doppelte schießt! So, hehe. Mein Fass! Hau ab! Und die Kanonenkugel, die er verschießt, hier wird auch immer schneller. So, oh, ja, Donkey, ich befreie dich. Komm, schnell! Ah, er will immer noch nicht! Oh, ich hatte aber nicht aufgepasst. Schnell switchen. Ich brauche... Scheiße. Ich brauchte... frei dich! Scheiße, ich brauchte Dixie nämlich genau dafür. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Weg. Mein Gott. Der ist echt nicht leicht. So. Und drüber flying. So. Ein vorletztes Mal. Geschafft. Und jetzt das letzte Mal. Wow, das war knapp. So, vor denen muss ich aufpassen, ey. Jawohl! Ausgewichen. Und jetzt saugt er die ganze Zeit an. Das heißt, ich muss echt die ganze Zeit straight vor ihm wegrennen. Nein! Wow! Ich hab's versagt. Scheiße, ich dachte, er kommt von der anderen Seite. Och nein! Ich habe verloren. Dann muss ich die ganze Scheiße nochmal antun. Mann, du Arsch! Alter! Gib mir die Möhre, gib mir die. Ah, Mann! Hui! Aber so könnt ihr noch mehr von dem Fight genießen. Hör! Ja, ja, das kennen wir ja jetzt. Ja, ja, ich sagte, das kennen wir jetzt. Hau ab, Mann! Woo! Yeah! Oh, das war die Phase. Ja, ist ja gut jetzt. Puh. Ups. Ups. Wuppa, wuppa, upsi. Lalala. Schalalala. Hau ab, du Arsch. Wuh! Puh. Oh Gott. Nein, fick denn. Jetzt habe ich keinen mehr in der Hinterhand.
Ah, Moment, ich muss mir jeden kratzen. Ah, es juckt! Oh nein! Scheiße, da brauche ich so einen Springer wie Didi eigentlich. Kacke. Ha, aber ich kann ja fliegen. Ups, das war knapp. Ah, wow. Schnell weg, danke. So. Oh, Alter. Alter, nein. Nein. Was war das denn? Fick. Das war echt so ein Fick. Ja, und ihr seht, wenn man ihn beim ersten Mal nicht damit killt, muss man das Ganze nochmal machen. Das war knapp. Da geht ja sonst nichts, ne? Hau ab jetzt! Du Spinner! Hua! Gib mir den DK-Fass! Gib's mir! Gib her! Gib mir das DK-Fass! Danke! So, jetzt lasse ich Dixie vorne. So einfach geht das. Und weg. Ha, ausgewischt. Wow. Schneller mal switchen. Hierfür ist Didi eigentlich ganz gut. So. Puh. Hoppa. Nochmal switchen. Stopp, nicht nochmal switchen. So switchen. Lass ihn erstmal rüber. Und switchen. So. Puh. Und drüber fliegen. Jawohl. Und switchen. Nichts Augen. Ah! Nichts Augen. Jetzt gehen wir es mal hier hin. Jetzt kommt er nochmal. Jetzt kommt er, glaube ich, von der anderen Seite. So, jetzt. Oh, rüber. So, du Arsch. Komm her, wo bist du? Hau ab, Mann. Aufpassen, der schießt noch einmal. Das war's! Juhu! Yeah! Letzte Kremmünze. So, jetzt reicht. Jetzt reicht's, Donkey. Und. Boom! Fly away! You little fool! Fly! Fly up to the sharks!